Ja, moin zusammen, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir machen heute mal wieder einen Ausflug und zwar mit dem Kia EV6 GT Line in einem geilen Rot, wie ihr hier seht. Und zwar mit der ganzen Familie und natürlich der Hund ist dabei. Wir fahren ungefähr 400 Kilometer hin und zurück an die Ostsee, also Scharbeutz, Timmendorf, Travemünde, die Ecke. Und dann hoffen wir, dass wir da ein bisschen besseres Wetter haben. Hier ist es jetzt ein bisschen bewölkt und kühl, aber da soll es schön sein. Mal gucken. Und wir wollen mal schauen, wie schlägt sich der Kia EV6 GT Line auf der Autobahn. Wir fahren natürlich schnell. Wie weit kommen wir? Wie ist der Verbrauch? Wie ist die Praktikabilität von dem Auto? Wie passt der Hund da gut rein auf einer längeren Strecke? All das werden wir heute testen und ihr seid natürlich dabei, also unbedingt dranbleiben. So, nachdem wir es auch irgendwie geschafft haben, den Kia dazu zu überreden, dass er mit uns auch endlich losfährt, das ist gar nicht so einfach, manchmal bei diesem Auto. Wegen des Start-Stopp-Knopfes, wegen der Assistenzsysteme, die einem irgendwie nicht weiterfahren lassen, dann ist dann irgendwie eine Tür nicht geschlossen und dann geht das Radio nicht aus, weil die Mute-Taste gerade nicht funktioniert, weil es wohl noch ein bisschen dauert, bis der Wagen hochgefahren ist. Das hatte ich bei meinem Model Y übrigens auch. Jetzt ist aber alles okay. Wir haben hier Ruhe, Radio plärrt nicht und wir fahren los. Wir haben jetzt 333 Kilometer Reichweite, also Schnapszahl. 100%, nee, 99% im Akku, also noch eine Schnapszahl. Da wollen wir mal schauen. Wir haben jetzt eine Tour, das sind 198 Kilometer, also rund 200 Kilometer bis an die Ostsee. Sollten wir eigentlich locker hinkommen und dann auf der Rückfahrt mal kurz laden. Und kurz laden ist ja das Stichwort. Denn der EV6 ist ja so ein Lademonster mit seinen 800 Volt, der kommt ja hier bis auf, weiß ich nicht, 250 kW mindestens und soll ja in 18 Minuten von 10% auf 80% laden können. Und das werden wir vermutlich auf der Rücktour einmal austesten. Wie bei Kia gewohnt sind die Assistenzsysteme hier wirklich klasse, also Spurhalteassistent, adaptiver Tempomat und auch Spurwechselassistent. Also einfach blinken und wenn er Bock drauf hat, jetzt zum Beispiel will er nicht, ja, meistens wenn er Bock drauf hat, zieht er automatisch rüber und hört dann auch auf zu blinken, wenn man darüber gefahren ist. Aber jetzt gerade hat es irgendwie nicht geklappt, obwohl die Spur neben mir komplett frei ist. Ich habe auch immer das Gefühl, nach links die Spur wechseln funktioniert irgendwie besser als wieder nach rechts zurückwechseln. Da habe ich schon öfter Probleme gehabt. Keine Ahnung, woran das liegt. So, wir sind jetzt 45 Kilometer unterwegs und haben 25,6 im Durchschnitt, also Kilowattstunden. Ist ein bisschen viel. Wir fahren so 130, 135. Ist draußen 11 Grad, also nicht gerade warm, aber ist doch ein bisschen hoch der Verbrauch, finde ich. Und was mich die ganze Zeit hier schon genervt hat bei dem Kia EV6, ist so diese Mittelkonsole mit diesen Touch-Tasten für Sitzbelüftung, Sitzheizung und Lenkradheizung. Weil jedes Mal, wenn ich hier die Klimafunktion bediene, dann stütze ich meine Hand hier ab. Und irgendwie reicht es schon, wenn ich ganz kurz diese Sensortaste, siehste, jetzt habe ich zum Beispiel die Sitzbelüftung auf Stufe 3 angemacht, obwohl ich es nicht mal berührt habe. Also ich bin quasi nur in die Nähe gekommen, so ungefähr 5 mm mit meiner Hand, weil ich mich hier abstütze. Dafür ist ja auch diese Platte, um hier irgendwas zu bedienen. Und schon habe ich die Sitzbelüftung angemacht, ohne es zu wollen. Und das Blöde ist, diese LEDs hier, die sind so funzelig dunkel, man sieht auch wirklich gar nicht, ob irgendwas an ist oder nicht. Also es ist kaum zu erkennen. Ja, bei Nacht okay, aber tagsüber ganz, ganz schlecht. Und vor allem wirklich, also es ist mir schon jetzt 5 oder 6 Mal passiert, dass ich hier irgendwie die Lüftung verstellt habe. Also absichtlich natürlich, aber unabsichtlich dabei hier Sitzheizung aus, Sitzheizung an, Sitzbelüftung an. Ja, das nervt doch ziemlich, muss ich sagen. Das ist irgendwie schlecht Design. So,
bald 100 Kilometer unterwegs und wir sind bei 26,4 Kilowattstunden, also ist noch ein bisschen gestiegen. Wir sind aber auch fast konstant 135 jetzt gefahren, die letzte Zeit. Was mir auch wieder auffällt, ist die Sache mit der Heizung. Also es ist hier draußen nur 11 Grad, also ist nicht besonders warm. Und wir haben es hier drin eigentlich auf 22, 23 Grad eingestellt. Und es wird einfach nicht warm. Also es kommt hier nur kalte Luft raus. Um es warm zu kriegen, muss ich dann hier noch auf Heat stellen. Das ist so eine Taste hier auf diesem Display. Oder AC und oder AC anmachen, habe ich noch nicht rausgefunden. Nachteil, dann kommt da zwar irgendwann warme Luft raus, aber hier in diesem Auto, das ist ja so ein Pressewagen, dann stinkt das extrem so nach Heizlüfter. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diesen Geruch. So nach Heizlüfter, der muffige, heiße Luft rauspustet. Wenn ich die Heat-Taste ausmache, dann kommt hier nur kalte Luft raus und ich kann die Temperatur einstellen, auf was ich will, sogar auf 27 Grad, scheißegal, es kommt hier nur kalte Luft raus. Vielleicht mache ich ja auch wieder was falsch, aber wenn ich wirklich eine Bedienungsanleitung brauche, um eine Heizung zu benutzen und nicht einfach nur die Temperatur einstelle und gut, dann finde ich, hat jemand nicht richtig nachgedacht. So, wir haben noch knapp 40 Kilometer, bis wir da sind. Wir haben ja keine Ladeplanung hier in dem Kia EV6. Also das zeigt mir auch nicht an, wie viel Prozent ich ankomme. Wir haben jetzt noch genau 50% im Akku, sind 157 Kilometer gefahren bis jetzt. Also über 300 Kilometer Reichweite auf jeden Fall bei Tempo 135. Was aber sehr schön ist, ist, dass man hier im Navi sich die nächste Ladestation anzeigen kann. Das wird also sogar automatisch angezeigt. Hier in diesem Fall 2,3 Kilometer bis zur nächsten E.ON-Station. Man kann auch auf Station suchen drücken. Dann bekommt man eine Liste, vorausgesetzt, das reagiert. Manchmal ist es ein bisschen träge. Hier ist eine Liste der Ladestationen entlang der Route und kann sich dann entsprechend dahin navigieren. Man kann natürlich auch filtern nach Ladeleistung und so weiter. Das hat alles Hand und Fuß, also so kann man auch damit leben. Ich würde mir nur wünschen, dass es irgendwie beim Navigieren angezeigt würde, mit wie viel Prozent ich am Ziel ankomme oder dass ich zum Beispiel gar nicht mit dem Akku am Ziel ankomme und dass er sich vielleicht doch irgendwann mal automatisch Ladestationen raussucht. Das gehört heute eigentlich mit zum guten Ton, finde ich, und da müsste Kia halt noch ein bisschen dran arbeiten. So, wir sind angekommen, 194 Kilometer insgesamt gefahren. Wir haben noch 40% im Akku, 124 Kilometer Restreichweite, also alles wunderbar. 24,0 Kilowattstunden jetzt im Durchschnitt verbraucht und ja, besser geht's irgendwie gar nicht. Ja, jetzt sind wir also in Scharbeutz und gehen hier mal ein bisschen an der Strandpromenade lang. Ich muss zugeben, ich war das letzte Mal vor 20 Jahren hier. Ich weiß gar nicht momentan, wo was ist. Auf jeden Fall, Wetter wird immer besser. Da vorne ist blauer Himmel am Meer. Und hier weht aber doch eine steife Brise. Es sind so nur 14 Grad, also ein bisschen kühl. Wir hätten doch einen Schal mitnehmen sollen. Ich habe einen. Ja, Hundestrand hier in Scharbeutz, ist aber gar nicht in Scharbeutz, sondern in Haffkrug. Das ist übrigens Strandabschnitt 31, falls ihr mit dem Hund hier mal seid. Muss man ein bisschen laufen, aber immer am Strand lang, also an der Promenade hier direkt in den Dünen. Das ist schon sehr schön hier. Und das Wetter ist heute wirklich richtig geil. Während es in Bremen regnet, haben wir hier Sonne und ich weiß nicht, 15 Grad oder so. Ist ein bisschen windig, aber die Sonne entschädigt total dafür. Es ist wahnsinnig schön. Hier kann man es echt gut aushalten und wir werden noch ein bisschen hier am Strand rumspazieren. Mit dem Hund ins Wasser, habt ihr ja gerade gesehen, Myla ist ja so eine Wasserratte. Und dann werden wir natürlich gleich noch ein bisschen was essen und mal gucken, was es hier so gibt. Aber ich glaube, da werden wir nicht verhungern. We'll be right back.
40% haben wir noch im Akku. Jetzt fahren wir nach Hause. Wir brauchen so noch 2 Stunden ungefähr für die zu rund 200 Kilometer. Die haben wir nicht mehr im Akku. Was haben wir denn für eine Reichweite? 126 laut Anzeige. Also irgendwo zwischendurch werden wir laden. Das werde ich hier das Navi entscheiden lassen. Ich suche mir nachher irgendwann eine Ladestation raus. Und dann mal schauen. Auf der Autobahn gibt es ja 1-2 Ionities, kein Problem. Gerade vom älteren Ehepaar angesprochen worden, was das denn für ein Auto sei hier, der Kia. Den fanden die ziemlich cool, muss ich sagen. Und sie fragten so, ist das ein Elektroauto? Und dann sagten sie so, das ist wohl die Zukunft. Und ich muss sagen, da haben sie recht. So, wir haben 20%, aber Budikate ist natürlich Ionity, deswegen sind wir hier rausgefahren. Man hätte natürlich noch länger fahren können, aber dann kommt erstmal eine Weile nichts. Wir haben noch so 60 Kilometer Reichweite gehabt und jetzt brauchen wir tatsächlich 15 Minuten von 20-80%. Diese 15 Minuten, die nehmen wir jetzt hier mit und dann fahren wir ganz entspannt nach Hause, sind ja auch noch ungefähr 145 Kilometer. So, in 15 Minuten haben wir nicht bis 80% geschafft, sondern nur bis 77%. Naja, aber ist nicht so schlimm. Also in 15 Minuten so viel zu laden, das waren, glaube ich, fast 45 Kilowattstunden. Das ist schon der Hammer. Und wenn Kia hier wirklich eins bewiesen hat, dann, dass es ein Lademonster ist, hier der EV6. So macht das Langstreckefahren echt Spaß, auch wenn der Verbrauch jetzt ein bisschen hoch ist. Wir sind hier auf der Rückfahrt ein bisschen schneller gefahren. So 150, 155, 160 manchmal. Und da lagen wir dann schon eher so bei 28, 29 Kilowattstunden. Das geht dann zumindest in die Stromkosten. Aber dafür lädt er halt sehr schnell. Ja, und tatsächlich ist es so, dass der EV6 neben dem Tesla Model S oder Model Y das erste Auto ist, bei dem mich Leute darauf ansprechen. Also das war jetzt schon das zweite Mal auf der Raststätte hier gerade, Budikate. Da war da so ein rumänischer Transporterfahrer, der meinte so, ob das ein voll elektrischer wäre, voll elektrisches Auto. Und der wird ja richtig geil aussehen. Und auch dieses ältere Ehepaar in Scharbeutz hat mich auch darauf angesprochen. Also das passiert mir eigentlich sonst immer nur mit dem Tesla. Mit keinem anderen Auto wurde ich bisher darauf angesprochen. Und ja, der EV6, der scheint den Leuten tatsächlich echt zu gefallen. Und er sieht ja auch im Rot richtig klasse aus. So, nach 398 Kilometern sind wir wieder zu Hause angekommen. Und ich muss zugeben, so ein Tag am Meer ist immer so richtig geil. Hat mega Spaß gemacht heute. Und gerade das Fahren hier auch mit dem Kia EV6, also es war wirklich ein Genuss. Es hat auch mit dem Wagen total Spaß gemacht. Der fährt sich ja, also erste Sahne kann ich sagen. Das Fahrwerk ist wirklich super, also unglaublich komfortabel. Auch die Innenraumgeräusche, gerade bei 140 auf der Autobahn, sehr, sehr leise. Also das macht wirklich Spaß. Und wir hatten dann am Ende so einen Durchschnittsverbrauch von rund 23,5 Kilowattstunden hin und zurück. Auf der Rückfahrt war es dann ein bisschen weniger, weil wir hatten nämlich 6 Grad höhere Temperatur. Es war dann in der Spitze 17 Grad und wir hatten ein bisschen Rückenwind. Und das macht dann schon wirklich sehr viel aus. Da sind das dann plötzlich 1-2 Kilowattstunden pro 100 Kilometer weniger. Ja, das macht sich dann auch im Geldbeutel bemerkbar, denn der sparsamste ist im Verbrauch, also im Verbrauch ist der EV6 jetzt nicht gerade. Es ist jetzt auch nicht übertrieben viel, aber so 23, 24 Kilowattstunden nimmt er sich auf der Autobahn bei 130, also mal eben locker. Und das macht sich natürlich beim Laden dann eben bemerkbar, weil man dann so
1-2 Euro auf 100 Kilometer mehr bezahlen muss für den Strom möglicherweise als mit anderen Autos, die weniger verbrauchen. Aber dafür ist er hier natürlich das Lademonster. Also diese 15 Minuten von 20% auf 77%, das ist ja wirklich der Wahnsinn. Wir hatten in der Spitze 239 kW, wenn ich mich nicht irre. Und das war, glaube ich, bei über 50% sogar. Also das ist richtig klasse und das macht wirklich Spaß, dazu zu gucken, wie schnell der Akku plötzlich wieder voll wird. Und naja, also der Kia ist nicht nur, was das angeht, ein Spitzenelektroauto, auch optisch, gerade auch hier diese GT-Line in diesem rattenscharfen Rot. Und wenn ihr euch für diesen Wagen interessiert, seid bitte mutig, bestellt ihn euch in diesem Rot, weil das ist ein Wagen mit dieser Farbe, es sieht einfach richtig klasse aus. Ja, bei allem Lob gibt es ja auch ein paar Sachen, die mich nerven. Habt ihr vielleicht während der Fahrt auch so ein bisschen mitbekommen. Also ein paar Sachen stören mich einfach immer wieder. Gerade bei Kia habe ich ja bei dem Niro schon kritisiert. Also diese Mitteilsamkeit von diesem Auto. Es piept und bimmelt, ey, bei jeder Gelegenheit. Klar, man kann das hier irgendwie leiser stellen oder sogar möglicherweise fast ganz ausstellen. Also ganz ist es mir nicht gelungen. Ich habe es versucht, aber trotzdem bimmelt er ständig. Dann der Start-Stopp-Knopf, mit dem stehe ich total auf Kriegsfuß. Also klar, man kann ihn einschalten, den Wagen, man kann ihn ausschalten, den Wagen. Aber irgendwie denke ich manchmal, er ist an, weil die Displays sind an. Aber ich kann jetzt nicht auf D schalten, also auf den Fahrmodus, den Gang einlegen und losfahren. Nee, will einfach nicht. Und dann sagt er, ich muss erst nochmal P drücken, bevor ich auf D schalten kann. Da frage ich mich auch, hä, warum das denn? Ich stehe doch hier schon so lange und parke, warum muss ich jetzt nochmal auf P drücken? Alle solche komischen Sachen, die ich nicht verstehe. Dann das Design dieser Tasten hier. Ich finde es ja eigentlich ziemlich gelungen. Nur ich komme ständig, wenn ich quasi dieses Panel hier im Armaturenbrett für die Klimatisierung bedienen will, komme ich mit der Handfläche ständig an die Sitzheizung oder an die Sitzkühlung oder sogar teilweise die Lenkradheizung. Ich habe mich dann bei der Fahrt gewundert, hey, warum wird denn das Lenkrad so heiß? Dann habe ich irgendwie AC angestellt und bin dabei mit dem nicht mal mit der Handfläche drauf gekommen, sondern nur in die Nähe gekommen. Und irgendwie kapazitiv, keine Ahnung, hat der Schalter hier reagiert und hat die Lenkradheizung eingeschaltet. Das ist mir jetzt x-mal passiert während der Fahrt. Ja, das finde ich vom Design her einfach nicht so gut gelungen. Und eben auch die Anzeigen mit den kleinen LEDs bei diesen Schaltern hier, die sind so dunkel tagsüber, wenn die Sonne drauf scheint, erkennt man das einfach nicht, dass irgendwas an ist, geschweige denn welche Stufe. Da muss man dann fast schon die Hand davor halten, also schattieren das Ganze, um überhaupt zu erkennen, ist es jetzt Stufe 2, 3 oder 1. Finde ich vom Design her einfach nicht gut gelungen. Das hätten sie schöner machen können. Ja, und wenn man auch kritisieren kann, dass er hier keine richtige Ladeplanung hat, ist es aber doch in der Praxis so, und das habe ich jetzt schon mehrfach gemerkt, eben diese Stationssuche, diese Filterung nach Ladegeschwindigkeiten, das funktioniert alles doch total reibungslos. Das heißt, wenn der Akku sich dem Ende neigt, also du hast vielleicht noch 20-30% drin, dann fängst du mal an, eine Ladestation zu suchen entlang der Route, stellst natürlich ein auf HPC, kannst da durchscrollen durch die nächsten 100 Kilometer und dir dann eine Route raussuchen, die im Rahmen deiner Restreichweite liegt. Und die Restreichweite, die der Kia hier anzeigt, das war ja schon beim Niro auch so, ist ziemlich genau und richtet sich auch nach den letzten Fahrten. Und wenn man den Wagen länger fährt eben und die Reichweite sich so ein bisschen auf den eigenen Fahrstil eingegroovt hat, dann stimmt die fast auf den Kilometer. Ist mir heute auch wieder aufgefallen. Das ist richtig klasse. Ja, so als Fazit würde ich sagen, der Kia EV6, auch gerade hier in dieser GT-Line, ist ein super Elektroauto, also eins der richtig guten, empfehlenswerten Autos. Leider ist der Preis aber auch nicht gerade günstig. Also dieses Auto hier in dieser Ausstattung, die relativ voll ausgestattet ist, kostet vor Förderung 68.000 Euro. Ja, das ist ein stolzer Preis, aber man bekommt hier auch ein wirklich super Elektroauto, auch sehr geräumig, sehr große Platzverhältnisse. Und für mich als Hundebesitzer hinten mit dem Kofferraum, unser Hund, unser Goldie Meiler, die passt da super rein, hat die Fahrt hier heute sehr entspannt absolviert, hat auch die meiste Zeit gelegen und geschlafen und das macht sie wirklich in den wenigsten Elektroautos. Und das ist doch ein Zeichen, dass sie sich da auch sehr wohl gefühlt hat. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert gerne meinen Kanal. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Jetzt geht das Radio gar nicht aus, obwohl ich hier auf Ausdrücke.
Ich kann es nur manuell leiser machen. Also die Mute-Taste funktioniert gerade nicht. Ja, das gibt's. Es gibt hier auch so ein paar Sachen, wo ich denke, na, muss das denn sein? Er lässt mich nicht weiterfahren, obwohl ich noch gar nicht an der Hecke bin. Was ist los? Warum piept der? Jetzt geht die Kamera auch nicht aus. Er ist abgestürzt. Ja, Gang bereits eingelegt. Jawohl, ich weiß. Aber die Kamera sollte doch jetzt mal ausgehen. Ich fahre vorwärts. Ah ja, okay. Bestätigen, dass ich der Fahrer bin. Abbrechen. So, meine Fresse, ey. Bis du hier losfahren kannst, da vergehen Stunden.